Hey, ich bin der Nex von Nature Explorers Bushcraft. Ich freue mich, dass du trotz einer längeren Pause auch wieder dabei bist und mir und meinem Kanal treu geblieben bist. Ja, längere Pause. Mein letztes Video habe ich am 24.12. hochgeladen, das war der Weihnachtsgruß. Auch aus dem Indoor-Bereich, genauso wie jetzt. Ich habe auch eigentlich seit längerem nichts mehr großartig an Videos machen können. Das hat verschiedene private Gründe. Und ja, normalerweise solltest du dir jetzt die Ziehung oder Verlosung meines 500 Abonnenten Giveaways anschauen. Da muss ich dich aber leider enttäuschen. Denn das muss ich aus den eben angeschnittenen Gründen, die ich jetzt aber auch nicht weiter erläutern möchte, um 4 Wochen nach hinten verschieben, also zum 28. Februar. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, dass es nicht schön ist. Vielleicht hast du schon lange auf die Verlosung gewartet. Das Giveaway lief ja auch nun gute 2 Monate. Aber gut, es nützt nichts. Nichtsdestotrotz möchte ich dir den ersten Preis schon mal vorstellen. Und damit du schon mal etwas hast, wenn du mitgemacht hast, worauf du dich schon mal ein bisschen einstellen kannst, vielleicht gewinnst du das ja. Und ja, wenn du noch gar nicht mitgemacht hast und denkst dir, wow, geil, da mache ich jetzt doch noch mal eine kleine VA für den Next, dann bitte, hast du ja jetzt noch 4 Wochen Zeit. Gut. Also als ersten Preis wird es geben das Werken mit dem Taschenmesser, und zwar das kleine Handbuch für unterwegs von Felix Immler. Es ist ein sehr, sehr tolles Buch, schön kleinhandlich mit einem passenden Lesezeichen dazu. Und das ist natürlich nicht irgendein Buch, denn das ist direkt vom Felix signiert. Ja, Felix, wenn du das jetzt siehst, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt eine coole Sache gewesen, dass du das gemacht hast. Gut, das soll natürlich noch nicht alles sein, denn, jetzt mal ehrlich, was möchtest du mit so einem geilen Buch und das dazugehörende Werkzeug? Dazu wird es geben ein Victorinox Huntsman. Das ist mit dem Licht ein bisschen schlecht. Einige werden es mit Sicherheit kennen. Das verfügt über die wichtigsten Tools. Großes Messer, kleines Messer, eine Säge. Ja, Pinzette, Zahnstocher, Korkenzieher, eine Schere. Halt eben das, was man eigentlich braucht. Also das ist jetzt mein Messer, das habe ich in meinem EDC. Oder das nutze ich als EDC-Messer. Du bekommst dann natürlich ein neues. Gut, soviel zum ersten Preis. Den zweiten und dritten Preis möchte ich jetzt noch nicht verraten. Ist eigentlich total uncool, dass ich jetzt den ersten Preis verraten habe und den zweiten und dritten nicht. Aber egal. Das ist jetzt nun mal so. Also wie gesagt, wenn du Bock hast und doch noch einen VA drehen möchtest, du hast jetzt noch 4 Wochen Zeit und die anderen 6 Teilnehmer, die bisher eine VA für mich gedreht haben, unter anderem der Lars von Back to Native oder der Marius von Affenrolle oder der Ralf Ralfen oder wer war noch dabei, die Doris von dem Kanal. Ich habe es mir aufgeschrieben. BEZMJI. Ja, dann war der Grasi da von Grasi 85 dabei und der Michael Monti. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle erwischt. Sollte ich einen vergessen haben, verzeih es mir bitte. Okay. Am Ende Februar gibt es auf jeden Fall dann die versprochene Losung. Und wie gesagt, seht es mir bitte nach. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass es jetzt eben noch, dass ich das 4 Wochen hinauszögern muss. Aber ich sag mal so, Bushcraft und YouTube ist mein Hobby
Und es sind leider doch andere Dinge im Leben wichtiger und deswegen muss ich das leider hinten anstellen. Wie gesagt, es tut mir leid für euch. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich hoffe, wir sehen uns zur Auflösung spätestens wieder. Okay, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit im Wald oder allgemein eine schöne Zeit. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.